In dieser Aufgabe geht es darum, Probleme zu lösen mit der Binomialverteilung. Und in diesem Fall ist die Größe p gesucht. Das ist erstmal ungewöhnlich. Normalerweise kennt man das so, dass man immer ein n gegeben hat und eine Wahrscheinlichkeit p und die Anzahl der Treffer, meistens k oder in diesem Fall r. Und damit soll eine Wahrscheinlichkeit ausgerechnet werden. Diese Wahrscheinlichkeit ist in diesem Fall aber schon gegeben. Ja, wenn man in die Aufgabe guckt, bei einer Binomialverteilung ist p so groß, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 75%, also das ist sozusagen diese Endwahrscheinlichkeit, die man normalerweise immer erst ausrechnen muss, die ist hier gegeben, 75%, dass man mit 75% mindestens R-Treffer bekommt. Und in diesen Aufgaben A bis D sind hier immer verschiedene Ns und verschiedene Rs gegeben. Wenn du dir überhaupt nichts darunter vorstellen kannst, versuche erstmal, dir ein mentales Setting zu bilden. Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir, wie mein Lieblingsbeispiel, das Glücksrad. Dieser Kreis hier soll ein Glücksrad darstellen. Beim Glücksrad gibt es immer verschiedene Felder. Wir unterteilen das jetzt nur in zwei Felder, nämlich Treffer und Nichttreffer. Wenn ich jetzt hier ein Viertel als Treffer markiere, dann wäre das, wenn man das einmal dreht, eine Wahrscheinlichkeit von 25%. Ich kann die Wahrscheinlichkeit für Treffer auch kleiner machen. Das wäre hier ein Achtel, soll ein Achtel sein. Oder ich kann die Wahrscheinlichkeit größer machen, dass ich sage, ein Halb, Trefferwahrscheinlichkeit ein Halb. Du weißt, was ich meine. Wenn wir jetzt mal auf diese erste Aufgabe gucken, da steht n gleich 5, das ist die Anzahl der Drehungen. Also man dreht 5 Mal und r ist gleich 1. Jetzt müssen wir nochmal in diese Aufgabe hier schauen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 75% wollen wir mindestens r-Treffer haben. Also mindestens einen Treffer. Wie muss jetzt diese Wahrscheinlichkeit eingestellt sein, dass wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% oder mindestens 75% mindestens einen Treffer haben? Wir können die Wahrscheinlichkeit sehr gering halten. Das wäre ein ganz kleines p. Dann hätten wir vermutlich keinen Treffer bei 5 mal drehen. Das ist sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Wir können das p ziemlich groß machen. Dann hätten wir bei 5-maligem Drehen mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit mindestens einen Treffer. Also je größer das p, desto größer die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Treffer. Wir suchen natürlich genau das p an der Grenze und dafür nehmen wir den grafischen Taschenrechner. Ich mache das mit dem Grafikrechner von Texas Instruments, mit dem TI Inspire CX. Also nochmal für die erste Aufgabe. Formal aufgeschrieben gilt folgende Gleichung, oder besser Ungleichung. Die Wahrscheinlichkeit p für x ist größer gleich 1. Ja, r ist größer gleich 1, mindestens 1, soll größer oder gleich 0,75 sein. Im Taschenrechner sieht das folgendermaßen aus. Ich öffne erstmal ein Rechnerfenster. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das einzugeben. Ich mache das am liebsten über folgende Möglichkeit, dass ich erstmal die Funktion definiere. Also f von x nenne ich das Ganze. Und jetzt nehme ich den Befehl Binomial-CDF über Menü, Wahrscheinlichkeit, Verteilungen und Binomial-CDF. N ist 5. Die Wahrscheinlichkeit wissen wir noch nicht, die ist gesucht. Die untere Schranke ist 1, ja, mindestens 1 und höchstens 5 natürlich. Und das ist jetzt definiert. Nehmen wir ein neues Fenster, ein Graphfenster. Und jetzt kann ich diese Funktion einfach hier reinzeichnen. F von x. Ja, jetzt sieht man hier, okay, die ist winzig klein. Ich zoome da mal ein bisschen rein. Fenster Zoom. Ich nehme mal einen Zoom-Rahmen. So, jetzt müsste man was sehen. Gut. Als zweite Funktion nehme ich jetzt f von x gleich 0,75. Wir suchen den Schwellenwert, wo diese 0,75 überschreitet.
Tab. Und jetzt gebe ich einfach ein 0,75. Und hier sieht man, dieser Schnittpunkt, diesen Schnittpunkt suchen wir. Und den finden wir ganz einfach über Graph analysieren. Und Schnittpunkt, bisschen links davon, bisschen rechts davon. Und der Schnittpunkt ist bei 0,242. Das heißt, wir müssen ein P von mindestens 0,242 wählen. Und dann bekommen wir diese Wahrscheinlichkeit von mindestens 75%. So, die anderen Aufgaben, die funktionieren alle ganz genauso. Man macht es exakt gleich im Taschenrechner. Ich muss das jetzt nicht mit allen nochmal machen. Ich nehme eine mal raus. Ich nehme mal die D. N ist 25 und R ist 3. Also die Wahrscheinlichkeit für x größer gleich 3 soll mindestens, also größer gleich 0,75 sein. Und das N ist 25. Ich gebe das in den Taschenrechner ein. F von x ist definiert als Binomial CDF, Wahrscheinlichkeit Binomial CDF mit n gleich 25, Wahrscheinlichkeit wissen wir nicht, die untere Schranke ist 3, ja, mindestens 3, obere Schranke ist natürlich 25, ist definiert und damit dürfte sich auch direkt das Bildchen hier verändert haben. Muss hier also gar nichts mehr machen. Es hat sich alles magisch verändert. Jetzt ist das P hier bei 0,151. Also bei 0,151 wird diese Grenze von 75% überschritten. Gut, mehr ist es auch eigentlich nicht. Also wenn man weiß, wie man das in den Rechner richtig eingibt, dann ist das alles nicht schwer. Du kannst ja die Aufgaben B und C mal alleine versuchen. Ich bin jetzt hier erstmal fertig.